Ahoi meine Freunde, ich bin Pulsar und in diesem Video gebe ich euch einen Überblick über die Klassen. Es gibt böse Zungen, die behaupten, dass in Guild Wars 2 keine Dreifaltigkeit aus Damage, Heal und Tank vorhanden wäre. Schämt euch! Dies stimmt nämlich nur bedingt. Es gibt Spielmodi, in denen tatsächlich eine Tank-Mechanik vorhanden ist. Tank ist der Spieler mit der höchsten Zähigkeit und das kann jede Klasse übernehmen, genauso wie die Heilerrolle. Natürlich gibt es Meta-Builds, die etwas anderes sagen, weil sich manche Klassen besser für manche Dinge eignen als andere, aber prinzipiell kann da auch der Krieger heilen, während der Nekro tankt und umgekehrt. Unter den Damage-Dealern gibt es noch eine Unterscheidung zwischen Power, also direktem Schaden, und Condi, also Zustandsschaden über Zeit. Es gibt in Guild Wars 2 tatsächlich Kämpfe, in denen das eine oder andere die Nase vorn hat. Condi-Damage empfiehlt sich bei allen mobilen Bosskämpfen, weil wenn man vom Boss weggehen muss oder aber der Boss wegcharged, macht der Power Damage Dealer keinen Schaden mehr, während die Condis noch ticken. Eine Sache möchte ich euch noch mit auf den Weg geben, bevor wir jetzt zu den Klassen kommen. Wenn ihr eine optimale Gruppe zusammenbauen wollt für schwerere Dinge, dann solltet ihr darauf achten, dass ihr sowohl den Segen Schnelligkeit als auch Tatendrang mitbringt. Jede Klasse hat auf mindestens einen der beiden Segen Zugriff, aber niemals auf beide gleichzeitig. So viel zur allgemeinen Bildtheorie. Ich möchte euch jedoch heute keine Builds vorstellen, denn dafür gibt es genügend Websites, deren Link packe ich euch in die Beschreibung. Sondern ich möchte euch einen Überblick über die verschiedenen Klassen und ihre Elite-Spezialisierungen geben. Die genannten Schwierigkeitsgrade sind meine persönliche Einschätzung und müssen nicht eurer entsprechen. Fangen wir bei meiner Haus- und Hofklasse, dem Krieger, an. Der Krieger kann beinahe alle Waffen führen und seine besondere Klassenmechanik ist das Adrenalin. Dieses voll, so hat er Zugriff auf einen starken Salvenangriff auf der F1-Taste. Der Krieger hat den höchsten Lebenspunktepool und trägt schwere Rüstung. Insgesamt ist der Krieger eine eher leicht zu spielende Klasse. Durch Heart of Thorns kam der Berserker hinzu. Die Salvenfähigkeit wird durch den Berserker-Modus ausgetauscht. Im Berserker-Modus verfällt unser Bersi in den Blutrausch, bekommt einen Buff auf Schaden und Zustandsschaden, hält dafür aber weniger aus. In Path of Fire wartet der Bannbrecher oder Spellbreaker auf uns. Dieser gibt uns Zugriff auf einige nette Support-Fähigkeiten. Zusätzlich zur Salvenfähigkeit erhält er auf F2 die Fähigkeit Konter Total. Ah, nee, das ist von woanders. Voller Konter, meinte ich. Den richtigen Zeitpunkt dafür zu treffen, braucht ein bisschen Übung. Mit End of Dragons kam dann noch der Klingengeschworene oder Bladesworn hinzu. Dieser erhält eine völlig neue Waffengattung, den Flintensäbel, nicht zu verwechseln mit dem Gunblade aus Final Fantasy VIII. Dafür büßt ihr im Kampf die Möglichkeit ein, die Waffe zu wechseln, und auch die Salvenfähigkeiten verschwinden. Auf der F2-Taste erhaltet ihr den Drachenauslöser, der euch Zugang zu einer der mächtigsten Burst-Fähigkeiten im ganzen Spiel gibt. Bleiben wir bei der schweren Rüstung, aber kommen zu einem niedrigeren Lebenspunktepool, und zwar dem Wächter. Als Ausgleich für seine wenigen Lebenspunkte erhält er dafür Zugriff auf eine Menge nützlicher Features über seine Tugenden, also die F1 bis F3 Skills. Diese ändern sich, je nachdem welche Elite-Spezialisierung gerade aktiv ist. Der Wächter bietet für jede Situation im Spiel das richtige Werkzeug und ist on top auch noch einfach zu spielen. Über Heart of Thorns schaltet ihr den Drachenjäger oder Dragonhunter frei. Dieser ist das Wächter-Pendant zum Waldläufer, nur halt ohne Pet. Sorry, falls ihr euch jetzt falsche Hoffnungen gemacht habt. Dafür hat er Zugriff auf mächtige Fallen. Der Aufwiegler kommt mit Path of Fire, oder wie er im Englischen heißt, der Firebrand. Wie kommt man eigentlich von Firebrand auf Aufwiegler? Ähnlich wie der Krieger erhält auch der Wächter Zugang zu den Meditationen. Und seine Tugenden werden zu Büchern, die diverse nützliche Fähigkeiten mit sich bringen. Das Quartett wird durch den Willensverdreher oder Willbender aus End of Dragons komplettiert. Ein Mobilitätsmonster, das euch Zugriff auf sehr schnelles Gameplay gepaart mit einer ordentlichen Prise Damage ermöglicht und dabei weiterhin das Schweizer Taschenmesser des Wächters mitbringt. Der Wiedergänger oder was tot ist, kann niemals sterben. Oder doch? Der Wiedergänger ist die letzte Klasse der schweren Rüstung und hat einen mittleren HP-Pool. Die Besonderheit des Wiedergängers ist, dass er die Fähigkeiten vergangener Champions borgt und abhängig davon Zugriff auf verschiedene Fähigkeiten und Utility-Skills hat. Der Wiedergänger ist der erste klare Fall von leicht zu spielen, aber schwer zu meistern. Über den Herold aus Heart of Thorns, der im Englischen auch Harold heißt, mysteriös, bekommt ihr Zugriff auf die legendäre Drachenform, bei der ihr euch mit dem Drachen Glint, der Mutter von Yureen, verbinden könnt. Wer jetzt hofft, dass er dann auch aussieht wie ein Drache, den muss ich leider enttäuschen.
Über den Herold bekommt ihr auf dem F2-Skill die Möglichkeit, eine Aura abhängig vom anderen Champion zu nutzen, den ihr ausgewählt habt. Pass of Fire brachte uns den Abtrünnigen oder Renegade. Dieser erhält auf den Tasten F2 bis F4 neue Fertigkeiten, welche nicht von dem anderen Champion beeinflusst werden, den ihr ausgewählt habt. Durch seine Fähigkeiten beschwört der Abtrünnige Char, die den Effekt verursachen. Man muss halt auch delegieren können. Der Rechtssuchende oder Vindicator von End of Dragons hat eine besondere Mechanik, die nur er hat. Anstelle einer Ausweichrolle hat er einen Ausweichjump, ist also für längere Zeit von der Bildfläche verschwunden und kann auch skillen, dass er damit Schaden macht. Dafür hat er aber auch nur noch eine Aufladung dafür, die aber über den F2-Skill schneller wieder aufgeladen werden kann. Außerdem kann er auf F3 zwischen seinen beiden Allianzformen wechseln. Der Waldläufer, eins mit der Natur und bald König von Gondor. Ach, schon wieder falscher Film, was ist denn heute los? Der Waldläufer ist entgegen der Erwartung nicht zwingend ein Fernkämpfer, hat aber als einzige Klasse die Möglichkeit, einen Tiergefährten zu zähmen. Im Kampf hat man Zugriff auf zwei Tiergefährten, zwischen denen man wechseln kann. Der Waldläufer hat einen mittleren HP-Pool und ist wieder leicht zu spielen. Mit Heart of Thorns kam der Druide hinzu. Dieser erhält eine eigene Mechanik, die Astralkraft, welche genutzt wird, um in den himmlischen Avatar zu wechseln. Ein Modus, in dem ihr Zugriff auf diverse Heilfähigkeiten habt. Außerdem bringt der Druide Glyphen mit, die abhängig davon, ob ihr sie in der normalen Gestalt oder im himmlischen Avatar ausführt, eine unterschiedliche Wirkung haben. Wer schon immer mal zusammen mit einem Tier im selben Körper stecken wollte, der sollte mal den Seelenwandler oder das Soul Beast aus Path of Fire ausprobieren. Ihr fusioniert mit eurem Pet und habt darüber Zugriff auf einzigartige F1 bis F3 Skills, abhängig davon, mit welchem Pet ihr verschmelzt. Weiterhin bekommt ihr über den Seelenwandler Zugang zu Haltungen. Der Ungezähmte oder Untamed ist die Elite-Spezialisierung aus End of Dragons. Er bietet die Möglichkeit, entweder sich selbst oder das Pet zu entfesseln. Dies ist standardmäßig über den F5-Skill möglich. Außerdem ist er unter die Magier gegangen und bietet Zugriff auf Schwarzmagien. Der Untamed ist schwieriger zu meistern als die anderen Elite-Spezialisierungen des Waldis. Der Ingenieur ist das Höchste, was man als Mensch werden kann. Es war dann wohl doch übertrieben. Doch kommen wir zurück zu Guild Wars. Dort ist der Ingenieur als Basisklasse eine der schwierigsten im ganzen Spiel. Durch seine ganzen Kits und Fähigkeiten und abhängig davon, welche Utility ihr ausgewählt habt, ändern sich die Skills F1 bis 4. Verliert man doch schnell den Überblick. Doch nicht verzagen. Durch seine Elite-Spezialisierungen wird der Ingenieur deutlich leichter. Über Heart of Thorns kam der Schrotter oder Scrapper hinzu. Beam me up, Schrotti. Der Schrotter bringt seinen kleinen, über ihm kreisenden Freund den Gyroskopter oder kurz Gyro mit. Ansonsten bringt der Schrotter Fähigkeiten mit, die sein Gyro benutzen. Insgesamt ist der Schrotter aber eher einfacher zu spielen. Der Holoschmied oder Holosmith kommt mit Pass of Fire. Dieser bringt die Photonenschmiede mit. Ein separater Modus, in den er hineingehen kann und dort ein neues Skillset bekommt. Doch Achtung, in diesem Modus sammelt ihr Hitze und sobald ihr überhitzt, kann der Modus erstmal nicht mehr betreten werden, bis er abgekühlt ist. Und ihr bekommt Schaden. Dementsprechend ist der Holo auch eher schwieriger zu spielen, aber nicht ganz so schwer wie sein Ursprung. Mit End of Dragons kam der Mechlenker oder Mechanist als Spezialisierung hinzu. Ihr bekommt einen Jadebot, der an eurer Seite kämpft und auch drei eigene Skills auf den Tasten F1 bis F3 hat. Der Mechlenker ist ziemlich witzig und einfach zu spielen und bringt als neues Klassenfeature Siegel mit, die passive Boni mit sich bringen. An dieser Stelle eine kleine Werbung in eigener Sache. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da, schreibt mir was in die Kommentare und abonniert meinen Kanal. Außerdem streame ich regelmäßig auf Twitch. Den Link zu meinem Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Der Dieb ist quasi die Assassinenklasse von GW2. Als Meuchelmörder hat er Zugang zu Tarnungs- und Teleportfähigkeiten, die ihn nahe an den Gegner ranbringen. Seine Klassenmechanik sind zum einen die Initiative-Punkte, die von seinen Angriffsfähigkeiten verbraucht werden, und zum anderen das Stehlen. Stehlen ist auf der F1-Taste und portet euch an euren Gegner ran. Abhängig davon, welche Klasse ihr so angeht, erhaltet ihr eine unterschiedliche Fähigkeit auf der F2-Taste, die ihr gestohlen habt. Ihr Diebe. Der Dieb ist eine eher schwerer zu spielende Klasse. Durch Heart of Thorns wird der Dieb zum Draufgänger oder Daredevil. Verdammt cooler Typ. Er bekommt eine zusätzliche Aufladung für die Dodge-Rolle und das Stehlen wird zum Schwinger. Er bekommt Zugriff auf eine Reihe von physischen Angriffen, die ihm eine breite Palette an Crowd Control zur Verfügung geben.
Path of Fire brachte uns den Scharfschützen oder Dead Eye. Er bekommt eine komplett neue Mechanik hinzu, die Bosheit, welche ihr darüber aufbaut, dass ihr mit der F1-Taste Gegner markiert und diese dann angreift. Wenn ihr über einer gewissen Bosheitsschwelle seid, bekommen eure Fähigkeiten zusätzliche Effekte. Außerdem bringt der Scharfschütze Schwarzmagien mit. Das Phantom der Diebe kam mit End of Dragons hinzu und wird auch Spectre genannt. Der Spectre ist praktisch eine Fusion aus Dieb und Nekromant. Er bekommt eine Schleierleiste und kann über F2 in den Schleiermodus eintreten. Außerdem erhält er Zugriff auf Brunnenfähigkeiten, also wirklich ein Nekromant im Diebespelz. Der Nekromant spielt gerne mit Leichen. Darf er das? Wie bereits beim Phantom erwähnt, hat der Nekromant als Klassenmechanik den Schleier. Durch Angriffe mit seinen Waffen absorbiert er Lebenskraft und kann dann in den Schleier eintreten. Dadurch erhält er einen separaten Lebenspunktepool, während er im Schleier ist. Der Nekromant ist eine eher einfach zu spielende Klasse. Der Schnitter oder Reaper wurde mit Heart of Thorns ins Spiel gebracht. Aus dem Schleier wird der Schnitterschleier, wodurch ihr eine Sense in die Hand nehmt und im Nahkampf mal kräftig aufräumt. Wurde auch Zeit, dass das mal jemand tut. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf Kampfschreie. Was gibt es Gruseligeres als eine Kapuzengestalt, die mit einem Kampfschrei auf den Lippen und einer Sense in der Hand auf euch zuspringt? Wir lagen vor Pass of Fire und hatten die Pest an Bord. Der Pestbringer oder Scourge war geboren. Als einzige Spezialisierung des Nekromants hat er keinen Schleier. Stattdessen beschwört er über die gestohlene Lebenskraft Sandschatten, die zusätzlichen Schaden über F2 bis F5 mit sich bringen. Außerdem erhält er Zugriff auf Bestrafungen, denn ihr wart böse und müsst bestraft werden. Okay, das klingt falsch. Durch End of Dragons bekamen wir dann noch den Vorboten oder Harbinger hinzu. Der Vorbote wirft mit Elixieren um sich, die Effekte auf den Gegner haben und seine Lebenspunkte heruntersetzen, wenn er sich selber trifft. Dies ist seine besondere Mechanik. Ist er unter einer Lebenspunkteschwelle, so erhalten seine Fähigkeiten zusätzliche Effekte. Außerdem hat er wieder den Schleier, der auch Stacks an Verschandelung mit sich bringt, also die Lebenspunkte reduziert. Der Elementarmagier hat Zugriff auf alle vier Elemente, und da ist auch schon das eigentliche Problem an ihm. Wenn man den Elementarmagier meisterlich spielen möchte, dann sollte man auch Beethovens Fünfte auf dem Klavier spielen können. Jedes Element hat fünf verschiedene Skills mit eigenen Cooldowns. Man kann Waffen beschwören, die nochmal andere Skills haben. Das muss man sich erstmal alles merken. Daher ist der Ele eine eher schwierigere Klasse und hat zudem den geringsten Lebenspunktepool. Doch lasst euch davon nicht abschrecken, es macht echt Spaß, ihn zu spielen. Mit Heart of Thorns kam der Sturmbote oder Tempest hinzu. Er kann nochmal, da man ja nicht genügend Knöpfe bereits drückt, das jeweilige Element überlasten, welches Segen gibt und dem Gegner schadet. Außerdem erhält der Sturmbote Zugang zu Kampfschreien. Immerhin nicht noch mehr zusätzliche Knöpfe. Wem es bis hierhin immer noch nicht kompliziert genug ist, der sollte mal den Weber oder Weaver aus Path of Fire ausprobieren. Der Dreier-Skill ändert sich abhängig davon, von welchem Element man in welches wechselt. Man musste sich ja bisher noch nicht genug merken. Als zusätzliche Fähigkeit bringt der Weber Haltungen mit. Durch End of Dragons kam dann noch der Katalysierer oder Catalyst hinzu. Dieser baut durch Angriffe eine zusätzliche Energieressource auf, die ihr als schwache Leiste über eurem F5-Skill sehen könnt. Dieser gibt euch Zugriff auf ein Kompofeld, welches abhängig vom Finisher einen Effekt auslöst. Den Link zu Kompofeldern packe ich euch in die Beschreibung. Außerdem bringt der Katalysierer Verstärkungen als Fähigkeit mit. Wenn David Copperfield in diesem Spiel vorkommen würde, dann wäre es als Mesmer. Er beschwört mächtige Trugbilder herauf, die für ihn kämpfen und lässt sie im richtigen Moment wieder zerschmettern, um Schaden am Gegner zu machen. Außerdem bietet er einige witzige Utilities, wie auch einen Portalskill. Doch gerade seine Illusionen und diese im richtigen Moment wieder zu zerschmettern, machen den Mesmer zu einer der schwereren Klassen. Der Chronomant oder einfach nur Chrono kam mit Heart of Thorns. Das Besondere am Chronomant ist, dass er mit den Zerschmetterfähigkeiten nun den Segen Zartendrang verteilt, was ziemlich nützlich für Gruppen ist. Weiterhin bekommt er Zugriff auf Brunnenfähigkeiten, welche sowohl Segen verteilen als auch Schaden verursachen. Um nochmal auf Herrn Copperfield zu sprechen zu kommen, mit Path of Fire kam der Illusionist oder Mirage hinzu. Im Gegensatz zum Chrono hat der Illusionist keine eigenen Zerschmetterfähigkeiten. Dafür bringt er aber eine Palette an Täuschungsfähigkeiten mit sich, die ihm den Sondersegen Illusionistenmantel geben, mit dem er sich schneller bewegen kann. Um mal bei dem Witz zu bleiben, da Herr Copperfield gewiss ein solcher war, kam mit End of Dragons der Virtuose ins Spiel. Der Virtuose generiert Klingen, die über ihm schweben und die statt seiner Trugbilder geschmettert werden können.
Als zusätzliche Toolpalette bringt der Virtuose psionische Fähigkeiten mit, die auf dem Prinzip der Klingenmanipulation fußen. Das war es dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Poolstar.